Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 22. September. Sich selbst lieben. Der Bibelvers für heute steht in Jesaja 43, Vers 25. Ich bin es, der um meinetwillen deine Vergehen auslöscht. Ich denke nicht mehr an deine Sünden. Weißt du eigentlich, dass du eine Beziehung zu dir selbst hast? Vielleicht hast du noch nie bewusst darüber nachgedacht, aber du verbringst mehr Zeit mit dir selbst als mit jedem anderen Menschen. Entwickle deshalb eine gute Beziehung zu dir, denn du bist der einzige Mensch, von dem du dich niemals trennen kannst. Wir sollten uns selbst lieben. Nicht auf eine egoistische und ichbezogene Weise, was zu einem genusssüchtigen Lebensstil führt, sondern auf eine ausgeglichene, gottgefällige Weise. Dadurch wird Gottes Schöpfung als grundsätzlich gut und richtig bestätigt. Niemand ist perfekt. Und wir sind vielleicht voller Schwächen, weil wir negative Erfahrungen gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass wir wertlos und nichtsnutzig sind. Wir müssen uns selbst auf eine Weise lieben, die sagt: Ich weiß, Gott liebt mich. Und deshalb kann ich lieben, was Gott liebt. Ich finde nicht alles gut, was ich tue. Aber ich nehme mich selbst an, weil Gott mich annimmt. Es geht darum, eine gereifte Art der Liebe zu entwickeln, die sagt: Ich glaube, dass Gott mich jeden Tag ein bisschen verändert, aber im Verlauf dieses Prozesses werde ich nicht ablehnen, was Gott angenommen hat. Ich nehme mich so an, wie ich jetzt bin, und weiß, dass ich nicht immer so bleiben werde. Ich lade dich ein, folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Vater im Himmel. In Jesaja 43, Vers 25 heißt es, dass du meine Sünden auslöscht und mich annimmst. Das heißt, ich muss mich nicht ablehnen. Ich darf mich selbst auf eine ausgeglichene Art und Weise lieben, weil du mich liebst. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere meinen Kanal oder leite diese Andacht an jemanden weiter, der heute eine Ermutigung gut gebrauchen könnte. Herzlichen Dank dafür. Bis morgen.